hatte gerade angefangen. Es ging über einen Gangster in Frankreich in den 50er Jahren. Der hatte einen roten Sportwagen, ist damit um die halbe Welt gefahren. Er beraubte eine Bank in Nizza und eine in Paris. Er war immer charmant und freundlich und er wurde niemals fies. Er war der Letzte der famosen, grandiosen, internationalen Kriminellen. Er war der Letzte der famosen, grandiosen, internationalen Kriminellen. Meinen Lieblingsheld. Denn es gibt so viele Schweine auf der Welt. Und sie sperrten ihn ins Gefängnis, doch da hielt er sich lang aus. Und er hatte einen Plan und eines Tages brach er aus. Und er beraubte eine Bank in Amsterdam und eine Bank in Wien. Er war immer charmant und die Frauen liebten ihn. Das war der Letzte der famosen, grandiosen, internationalen Kriminellen. Das war der Letzte der famosen, grandiosen, internationalen.